Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute gibt es mal wieder einen Mail Day. Und zwar habe ich mir was bei Dancing Strauß, Tops und Panini was gekauft. Und ich werde ihn auch noch verlinken unten oder hier im Video. Hier unten dann sein Instagram-Profil und sein YouTube-Kanal. Kann ich auch mal verlinken. Ja, und heute gibt es normale Facecam, weil das mit dem Licht und alles noch nicht so passt und mit dem Greenscreen dann auch nicht richtig geht. Aber ich habe mir schon Softboxen bestellt. Ihr könnt euch darauf freuen, vielleicht klappt es dann. Und dann gibt es ja, mit Greenscreen. Ihr seht ihn ja hinter mir hier. Aber ich werde bald hier umbauen. Das werdet ihr aber noch alles erfahren. Und zwar geht es ja hier nur um das Mail Day. Und erst kommt mal jetzt das Intro und los geht's. So, dann schauen wir mal, was ich mir bei Dennis Strauß, Tops und Panini bestellt habe. So. Sonst ist hier nichts drin, außer hier so ein Zettel. Kannst gerne ein Video machen. So. Hätte ich auch so gemacht. Ups. So. Zum ersten habe ich mir hier diese Karten bestellt. Mario Götze 101 hier von der Match-Attacks. Noch ziemlich gut in Schuss, also nichts dran. Das ist gut. Die habe ich mir nur bestellt, weil der mal bei Bayern war. Mal was hätte ich sie ja nicht geholt. Hier ist noch ein Bayern-Spieler. Und zwar Robert Lewandowski. Die silberne limitierte Auflage. Mit einer Abwehrstärke von 44 und Angriff 94. Aber ich halte jetzt im Moment nichts mehr von ihm. So. Dann gehen wir mal zum nächsten hier. Ich hole die nur raus, um besser zeigen zu können. So, hier haben wir eine Select-Karte in Rot. Ist jetzt vom Licht her halt ein bisschen dumm. Jordan Morris, United States steht hier unten noch. Die sieht richtig cool aus. Und zwar ist die nummeriert 120 zu 199. Hier oben könnt ihr es sehen, wenn es überhaupt geht. Einen Augenblick, kriege ich das hin? So, hier 120 zu 199. So, dann habe ich hier das noch. Das war halt so ein Pack gewesen, wo ich mir bestellt habe. Hier haben wir Graffiti oder Graffite. Aber ich glaube, der wird Graffitsch oder Graffiti ausgesprochen. Damals der Stürmer von Wolfsburg. Und der war richtig cool. Das ist auch Match Attacks. Aber hier sieht man schon ein bisschen, dass er gebraucht ist. Auch hier vorne sieht man eigentlich nichts. Eigentlich ganz in Ordnung. So, hier haben wir Josip Simonic. Der bei Hoffenheim mal war oder noch ist. Ich weiß nicht mehr. Bei Hoffenheim bin ich nicht so auf dem Laufenden. Aber ich glaube, die ist schon älter hier, die.
Jo. So, und da hat er mir noch ein extra reingemacht. Und da sind da mehrere drin. Ich gucke mal gerade. Oder wir schauen mal gerade. So. Weil hier hat er extra drauf geschrieben. Wenn man es erkennt. Ja. Hatte mir Tadic hier als Sticker hier dabei gelegt. Aber das ist nicht das extra. Sondern das hier ist extra. Marco Reus. Pitcher Perfect. Und dann Russ. Drehen wir mal rum, was hinten drauf ist. So. Hier stehen ein paar Daten drauf. Marco Reus, Date of Birth, also Geburtstag, 31. Mai 1989. Also er ist 10 Jahre jünger als ich. Dann Größe und Gewicht, glaube ich. Stimmt das? Oder ist das nur Größe? Ich glaube, das ist nur Größe, oder? Position, Mittelfeld und geboren in Dortmund, Deutschland. Ist aber nicht nummeriert, ist eine ganz normale Karte. Und dann hat er mir die noch dabei gelegt. Kostas Katsouranis, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall mal ein Griecher. Kenne ich gar nicht. Aber trotzdem nice, sieht gut aus, nichts dran. Doch hier unten. Aber nicht schlimm, von vorne sieht man gar nichts. Jo. So, das war ein kurzes, knackiges Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jo. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und ciao.